Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Diesmal zu einer für uns nächtlichen Ausgabe mal wieder. Gäh. In PES. Haben wir ja lange In. nicht mehr gespielt, dachten wir, machen wir Nee. mal wieder. Genau, unser erstes Das war EU. ja Traumspiel. Richtig, für alle, die es nicht wissen, guckt euch nochmal an unser erstes richtiges YouTube-Video: Pollution Soccer. Du, wir nehmen manchmal die gleichen Mannschaften, oder? Nee, gell? Nee, wir nehmen irgendwas Komisches. Irgendwas Komisches. Jo. Zeit rast immer so davon, gell? Ja, das ist. Nehmen wir hier eine holländische. PSV nehme ich. Kenne ich nicht, aber ich nehme einfach mal PSV. Wie lange habe ich noch Zeit? Gut, dann gehe ich mal. Warte. Nehmen wir Sparta Prag. Oh, ich war da praktisch schon auch cool. So, dann machen wir noch kurz die Strategie. Ganz kurz, es geht bestimmt schnell. Ja. So. bla bla bla. Ja. Ich kenne eh keinen. Ich auch nicht. Ach, das war's für mich. Anstoß. Nee, Trikot. So ein Trikot nehme ich ihn. So, gut, nehmen wir jetzt einfach so, Ah ja, egal, Anstoß, bla bla Anstoß. bla, nicht Anstoß. Muss erstmal ein Stadion aussuchen, welches nehmen wir denn? Achso. Genau, und ich nehme jetzt Pollution sogar mal wieder auf. Da wir zur Zeit nur zu zweit sind. Deswegen Ja. Starboard und sie. Daisy, Nicht weitermachen. was Und wir noch gar nicht uns. angefangen haben, aber Naja, zu der Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt, schon. das weißt du ja noch gar nicht. Das stimmt. Und vielleicht kommt ein. Noch ein weiteres Spiel. Das könnt ihr. Ein Hymrup. Ja. Wer hat sich kapiert? Hey, was ist eine Himmelrückkippe? Was? Da guckt das 22. Starpoint-Video an. Da ist viel, mega viel Trash Talk. Mega viel Trash Talk, aber die Auflösung, was wir vielleicht noch bringen werden. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Das wird per Zufall entschieden. Genau. Dann machen Sie mal Warte, es Start. geht gleich los. Oh, hey, wir spielen auch echt mit zwei Mannschaften, die. Die grandios sind. Wer kennt sie nicht? Damit sind wir im Spiel. Damit ihr. Oh. Oh, Alter, wie spielt der schon wieder? Der cheatet das schon wieder. Oh. Hier ist Sackgasse. Ich komme gerade nicht klar. Hast du den Pass gesehen? Hast den Pass gesehen? Und Oh. Profi-Mitspieler. ja. Oh. Ach, ich. Oh! Mann! Hä? Guck So dir schnell den Lafata ernst? an. Und jetzt versucht Oh. es. Na, Alter, das alles ist. kein Problem. Das gibt's doch nicht. Mit deinen Süßen, ey. Ah, es geht so schon wieder los. Da Ja, ist der schon wieder Sonos. Enter. Wisst ihr? Oh! Sparta Prag, Profimannschaft 3000. Vor allem der kugelt sich. Boah. Freunde, wenn man sich's malen will, dann doch so, oder nicht? Oh. Ey, das war. Was war das für ein unverhältnismäßiges Ding schon wieder? Immer diese Unverhältnismäßigkeit, ey. Das Spiel! Ist das. Wer sich so ein Spiel hier kauft? Okay, der muss schon entweder zu viel Geld haben oder Nee, zu der viel weiß es. Langeweile. Ja. Er guckt es mal an. Oh. Gut abgefangen. Nee. Oh. Ball. Leicht abgefangen. Da treibt er den Ball weit weg. Abseits. Und jetzt schießt er. Nicht Ey. abseits. Ey, der Schiedsrichter. Wir sind doch so parteiisch. Der denkt sich,
Sparta Prag, da müssen wir mal ein bisschen dafür pfeifen. Ey, das gibt's doch nicht. Du bestichst dich jetzt schon wieder, nur wo es geht. Du musst aber fair spielen. Ich spiele immer fair. das war 3 Kilometer im Abseits. Wenn der Schiedsrichter Nein sagt, dann... Oh. Das ist auch Nein. Ja, was willst du gegen so eine Mannschaft wie Sparta Prag noch machen, gell? Okay. Nee, das stimmt. Danke. Oh! Sparta Prag, so eine Mannschaft, die gibt doch mal einen Gegnervorlagen. Was, die? Die gibt doch mal die Gegnervorlagen. Kennt man ja von Sparta Prag, nicht anders. Nee. Wenn ich Sparta Prag höre, denke ich immer nur an die grandiosen Vorlagen für die Gegner. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ist PSV nicht Eindhoven? Ja. Ehrlich, wieso helft ihr mir nicht? Er versucht auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Stark gemacht, der Konter läuft. Guck dir die Sparta Prag Abwehr an, ey. Ja, nicht schlecht, gell? Da ist kein... Nee. Und wenn, ist der grandiose Torhüter noch... Oh! Der nicht mal gegen den Kopfball irgendwas macht und denkt, ach, das wirst du von Anfang an, dass das nicht wird. Nee. Weißt du, wäre das Kritik gewesen, es wäre kein Upside. Ja, das stimmt allerdings. Oh. Oh, der arme Busbauer. Oh! Jetzt ist er gegenseitig vom Wanz geschossen. Da geht er alleine. Oh, nee. Oh! Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Oh. Das seht's, ganz großes Profifußball hier. Ja, freilich. Übrigens sollten wir nur mal erwähnt haben. Oh! Oh! Das war saustark! Aber warten Sie mal kurz, ich hoffe, ich kann mal ganz kurz Pause machen. Ich muss mir ganz kurz den Soundleiser machen, weil ich dich leider so ganz schlecht spreche. Aber, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, tneo.tv.de ist jetzt verfügbar. Achso. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, wahrscheinlich gestern oder vorgestern oder vor 12 genau. Tagen. Aber tneo.tv.de könnt ihr jetzt erreichen. Die Koordinaten in dieser Partie sind neu gestellt, oh. Es steht unentschieden. Nein, zurück auf Schießen. Ah, ich wollte doch einfach Pressing machen. Der Torwart, ey, ein kennt man schon von anderen nationalen Spielen. Warum sind denn deine Spieler so unfassbar schnell? Er versucht's auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Ronaldo. Das will ich auch nicht. Oh. Wie hat da dazwischen gegangen, ist grandios. Ey. Rennt dann's aus. Der braucht 12 Stunden, bis er passt. Oh, hast du... Oh. Das gibt's nicht. Oh, da rennt er einfach vorbei, gell? Denkt er sich, ist mir auch egal. Ein langer Lauf Richtung Tor. Er ist die Chance zu flanken. Stark geholt. Häuptling Zauberfuß. Ey, du kannst doch noch 10 Mal wieder ans Ball. Ans Ball. Das ist echt wieder ein richtig spannendes Match. Ja. Da treibt er den Ball weit vor. Der passt. Holleck. Da muss der Ball besser kommen. Oh, der Lafata, okay, der ist ein Profispieler, ich sag's dir. Der ist halt zwar mehr als langsam. Das kann man besser lösen. Wo ist denn mein Husbauer? Kennst du Team alle? Nö.
Es wird hier ein Spieler erkennen. Wisst ihr, wäre der Ball bei der 9 angekommen? Ja. Dann. Der Ball kommt durch. Oh. Wäre das. Oh, oh, oh. Nee. Da ist die Chance. Oh, der Torwart, der Torwart. Einfach nur. Ich habe auch eine gute Idee. Wir können doch zur WM, die jetzt kommt, Orakel machen. Und in der Mitte winken seine Jungs. Oh, ist schon wieder WM. Oder was meinst du, warum das nicht machen? Können wir. Oh, guck's dir an, ey. Der ist schön durchgekommen. Mein Spieler natürlich viel schneller. Schon echt frech, gell? Ne, können wir von mir aus machen, das ist mir eigentlich egal, wann ist denn WM? Aber, ist es nicht diesen Sommer oder ist es erst nächsten Sommer? Ach, ich hab keinen. War letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war nicht. Oder ist EM? Ach, keine Ahnung. Oder EM. Irgendwas ist auf jeden Fall und ich denke mal, wenn wir Lust dazu haben, machen wir ein Orakel zu. Was? Beigespielt? Für dieses V-Spiel gibt's den Freistoß. Ich möchte aber, bitte keinen schnellen Freistoß. Für welchen Spieler, meine ich, machen wir das? Für welche Mannschaft? Na, für alle. Wie? Wir können nicht alle WM-Matches nachspielen. Das sind noch 6 Stück pro Tag. Wie willst du das machen? Oh, saustark halten. Na, einfach spielen. Ich glaube, wir müssen uns eine Mannschaft aussuchen, würde ich sagen. Nein, wir orakeln einfach durch. Oder wir nehmen pro Spieltag ein Spiel. Genau. Ach, wir gucken mal, wie wir es schaffen. Ich weiß doch nicht, ich habe keine Ahnung, wie viele Spiele an einem WM-Tag gespielt werden. Das muss was werden. Das! Ehrlich! Ey! 3 Kilometer am Abseits. Ja, also ein Tag pro Spiel machen wir. Ein Spiel pro Tag. Ein Tag ein pro Spiel. Spiel. Ein Tag pro Spiel. Ein Spiel pro Tag würde ich sagen machen, oder? Na, wir können aber auf. Na, hat sich ja gelohnt. Ich schau, wie man deckt weiter, zweite Halbzeit. Ja. Wir können aber auch. Wir können aber auch alle machen. Na, es kommt drauf an. Die Sache ist, es ist ja eh egal, wann wir das spielen. Die zweite Hälfte öffnet ihre Tore. Eigentlich. Oder etwa nicht. Wie ist es egal, was wir spielen? Nee, wann wir spielen. Ja, schon am Tag, wo es Match ist, in echt. Na, dann wird's veröffentlicht. Ja, ja, richtig. Das heißt, wir können doch, wenn wir wissen, wer wann gegen wen spielt. Oh. Gefahr fürs Tor. Oh. Oh. Den holt er sich. Dann können wir doch schon mal die ganzen Spiele spielen. Das stimmt. Ja, der bringt mir dann pro Tag 10 Videos raus. Oh. Naja. Ist doch voll in Ordnung. Da können wir in Ruhe PS spielen. Und ihr könnt in Ruhe zugucken. Das wäre eine super Idee. Okay. Und dann. Er versucht's auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Was ich nur für grandiose Ideen immer wieder hege und pflege. Ja. Oh. Ey, meine Abwehr ist gerade so stark. Wir können ja, wenn wir viel zu viel Zeit haben, also wirklich viel zu viel Zeit. Das Ding ist ganz heiß. Oh! Der Torwart ist so stark. Ja. Nein, nein, nein! Oh, danke. Was würdest du sagen? Wir können ja. Ja. Warte. Ich bin gerade konzentriert. Da kann er sich lösen. Oh. Im letzten Moment geht einer dazwischen. Ja. Das sieht gut aus. Oh! Hey, guter Lauf. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz.
Oh! Das gibt's doch nicht! Oh. Ja, wir können ja. Auf den nächsten Treffer. Sie machen das gut. Das Einzige, was nicht stimmt, das ist der Abschluss. Warte, ich muss gerade mal überlegen. Starker Kopfball. Starke Annahme. Starker Ballabnahme. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Schlag nach vorne. Warte. Das kann interessant werden. Ein Schuss aufs Tor. Was? Oh. Guter Pass und eine großartige Chance. Ja, du, geht sich aus. Nee. Exzellente Vorarbeit. Was ich sagen wollte, wir können ja, wenn wir viel zu viel Zeit haben und viel zu viel Lust auf PES, was natürlich passieren wird. Das, was natürlich hundertprozentig passieren wird. Das ist schon eine Versprechung. Oh, ja. Erzähl die geht bis jetzt nicht. Alle Leute gucken dieses Video und warten auf das, was ich sagen will, und am Ende sage ich, ihr lasst es. Oh, oh, abseits, abseits. Nee. Abseits. Was? Ey, da schießt sich ja so parteiisch. Ja, war nicht immer. Das war doch kein Pass. Bei PS ist das ein Pass. Das habe ich gewusst, deswegen habe ich doch reingelassen. Ja, erzähle. Ach, keine Ahnung. Jetzt könnt ihr alle abschalten. Wenn ihr jetzt alle abgeschalten habt, warte, ich warte noch 5 Minuten. Oder 2. Nein! Oh, das ist doch, gibt's doch nicht. Ja, so. Das sieht gut aus. Oh! 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 Das gibt's doch nicht! Das war Ball gespielt! Alter! Und zwar ist Five Day Chain sich das schon wieder! Ja, ehrlich, kann ich nicht verstehen. Jetzt erzähl mal! Gut, jetzt ist der Elfmeter und jetzt kann ich in Ruhe erzählen. Spieler wird behandelt. Ich weiß nicht, ob. Ich werde ja sehen, wer oben die Zeit erzählt. Wir können es ja so machen, dass wir ein zwiegespaltenes Turnier machen. Und dass wir uns eine eigene Tabelle machen und gucken. Oh, das gibt's nicht. Wer gegen wen bei uns gewonnen hat, dass wir ein Doppel-Orakel machen. Eine WM-Liga bei uns, um zu sehen, wer bei uns gewinnt. Mit unseren Ergebnissen. Und dann die Spiele nebenbei noch, wie sie richtig ausgetragen werden. Wisst ihr? Alter, was ist denn das? Du kannst ja nicht so versprechen hier. Außer, das schaffen wir doch zeitlich nie. Na, doch. Also zeitlich ist das locker zu schaffen, weil das sind ja nicht wirklich viele Videos. Nee. Weil die Gruppenphase, wo wirklich viele Spiele immer sind, ja, da muss der Ball besser kommen. Ja. Die haben ja nichts mit unserem Stand zu tun. Das ist ja dann nur die Tabellenführung, wann es dann Richtung Viertelfinale geht. Und im Viertelfinale ist jeden Tag 1-2 Spiele und dann noch für uns 2 Spiele. Und das sind 4 Spiele im Gegensatz zu 6, die wir vorher spielen. Wobei die Sache ist ja die, dass wenn wir jetzt eher anfangen mit Spielen, wir ja schon wissen, wer bei uns weitergekommen ist und wer nicht. Wisst ihr? Aber ich kapier, und da brauchen wir nur die 2 Spiele spielen, die an dem jeweiligen Tag sind. Schon läuft der Gegenangriff. Das Problem ist dann halt immer, was wir jetzt haben, wenn wir das Orakel machen über die ganze Zeit. Oh, warum hält denn der auch keinen Ball? Oh. Das gibt's nicht! Da läuft irgendwas falsch. Nee, so was ich jetzt sagen wollte, das einzigste Problem, was wir haben, ist dann halt, wir müssen halt mal gucken, weil ich weiß nicht. Oh. Oh, oh, oh. Was jetzt? Es ruckelt ein bisschen. Ist es 0 Uhr? Nee. Doch. Oh. Ja, liebe Leute, die PS-Server. Die PS-Server sind hiermit abgekackt. Nehmen wir. Ich hab gewusst. Ja, nee.
Es gibt ein Rematch, auf jeden Fall werden wir jetzt das Ende sehen, was wir wollen. Ja, jetzt habe ich wenigstens ist Ruhezeit. Moment, ich mach mir noch. Gell? Ja. Erzähl jetzt wir mal. Sehen also, jetzt nach 23 Uhr kann ich schon sagen, ich mache mir jetzt erstmal noch eine nach Zigarette. Nach 24 Uhr. Nach 24 Uhr. Was wir euch verschwiegen haben, jetzt genau die nächsten 2 Stunden sind PS-Erwartungen. Wir dachten, wir schaffen das Match noch so lange. Haben wir jetzt auch nicht geschafft, deswegen müsste ich. Ja. Aber wir erzählen noch was. Und zwar. Hallo! Wir sind. Ich habe es. Also, TV. Wir machen auf jeden Fall EM oder WM oder. Wenn wir selber wissen, was überhaupt ist, gell? Wenn wir jetzt wissen, was ist, aber wir machen auf jeden Fall ein Orakel. Ja. Also sobald wir wissen, wer gegen wen spielt, nehmen wir die Spiele auf. Genau. Ich bleibe jetzt einfach mal in der Lobby, damit ihr ein wunderschönes, spannendes Hintergrundbild habt. Genau. Solange kann ich ja nebenbei mal... Obwohl, nicht, ich gehe raus. Und zwar, ja, Juras könnte eigentlich erzählen. Wenn nicht, erzähl ich. Ich wollte mal sagen, ich gucke jetzt mal schnell. EM, welcher 2014... Ja. FIFA ist, warte mal, Fußball EM, Fußball EM 2014. Fußball Weltmeisterschaft 2014. Es findet 2014 eine WM statt. Eine WM. Die Endrunde der Fußball Weltmeisterschaft 2014. Der Männer ist die 20. Ausspielung des bedeutendsten Turniers der Fußballnationalmannschaft. Die findet vom 12. Juni, 13. Juli, also genau einen Monat und einen Tag in Brasilien statt. Da werden wir, sobald die Teams... Kannst du mal gucken, zufällig, ob die Gruppenauswahl schon bestätigt ist, weil irgendwann hatte doch mal jemand... Irgendwo ja, hab ich das gehört. Achso. Weil dann können wir ja nämlich mit dem Spielen jetzt schon anfangen. Genau, da wollte ich sagen, aber das Problem ist, wie machen wir das? Wollen wir jetzt schon anfangen oder wollen wir erst zur WM dann halt immer so, sagen wir mal, 2 Stunden bevor das Spiel beginnt, das Video veröffentlichen? Nein, ich will jetzt kein Spiel gucken. Oh mein Gott. Ihr seht jetzt gerade ein Schwarzbild. So, jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum sich hier immer mal irgendwelche Spiele starten. Ah, das ist ja normal im PS. Wollen wir das so machen? Gehen wir mal aufs Spiel. Dass wir, dass wir jetzt anfangen aufzunehmen. Ich kapiere es noch nicht. Könnten wir jetzt aufnehmen, also in der nächsten Zeit. Ja. Das wird euch sicherlich an Zuschauern mehr als gar nicht interessieren. Nee. Aber das ist jetzt erstmal für uns. Und ihr wisst ja, was wir dann machen. Genau, also, wir machen es so, dass wir eventuell, wenn jetzt die Gruppenphase schon ausgelost ist, die Spiele spielen. Weil wir wissen ja, wer gegen wen spielt. Das ist ja noch nicht gruppenübergreifend. Und so lange können wir ja spielen. So, dann können wir, ich meine, wir haben jetzt noch bis Juni Zeit. Und wenn dieses Video ankommt, werdet ihr sicherlich sehen, wir haben jetzt Januar. Oder, ja, Januar haben wir jetzt, ne? Ne. Ende Januar. Ja, Mitte, Ende. No. Und da können wir ja unsere WM Kitespiel weg. Da können wir ja unser Spiel beziehungsweise unsere WM schon mal fertig spielen und dass ihr wisst, wer hier wie irgendwie wann wieso weshalb gewonnen hat bei uns. Ja. Und dann? Und dann veröffentlichen wir das immer Tag für Tag. Das heißt, wenn jetzt 3 Spiele am Tag sind das 3 Spiele von uns und 3 Spiele von der richtigen. Ich guck mal kurz durch. Hier steht nämlich da, wann die Spiele sind. Und zwar muss ich mal kurz nachgucken. Es gibt ja A, B, C, D, E, F, G, H an Gruppe, gell? So, und da sind zum Beispiel. Also 8 Gruppen. 8 Gruppen, ne? Das sind zum Beispiel Donnerstag, also am ersten WM-Tag ist halt nur ein Spiel, am zweiten WM-Tag sind 2 Spiele. Dann ist halt, dann sind 3 Spiele, dann sind am Samstag 4 Spiele, dann sind am Sonntag wieder 3 Spiele, also es ist immer zwischen 3 und 5 Spielen sind pro Tag.
Naja. Zwischen 2 und 5 Spielen pro Tag sind. Dann habt ihr zwischen 3 und 5 Spielen am Tag. Na. Also das sind zwischen 3 und 5 Features. Und da würde ich sagen, immer 2 Stunden vor das Spiel, das jeweilige Spiel anfängt, so 3-2 Stunden. Ihr könnt doch aber auch das Spiel einen Tag vor dem richtigen Spiel veröffentlichen. Ach, einen Tag? Na, im Endeffekt, ich weiß, du musst mal sehen. Ich weiß ja nicht, ich denke mal, das wird größtenteils über Zeit gehen, wo Leute arbeiten gehen. Wenn wir das jetzt angenommen, das Spiel ist 13 Uhr und wir veröffentlichen unser Video um 11, da sind ja die meisten noch auf Arbeit und hören dann mehr oder weniger Nachrichten, wie das ausgegangen ist oder keine Ahnung. Ja, gut. Na gut, dann machen wir das so. Das heißt, wir können das den Tag vorher veröffentlichen, um eine normale Zeit. So genau. 15, 16, 17 Uhr. Die ganzen Spiele, dann könnt ihr euch die angucken, wie es bei uns steht. Und nächsten Tag könnt ihr hören, wie das Ergebnis am Ende ist. Genau, so machen wir das. Ja. Gut, dann haben wir das entschieden und... Wie gesagt, dann machen wir bei uns die Gruppenphase. Okay. Ja. Und dann machen wir es so, wenn die Gruppenphase vorbei ist. Ja. Ich weiß ja nicht, ob Achtel, Viertel, Halb und Finale ist. Warte, ich gucke, es ist Achtel, Viertel, Halb und Finale. Achtelfinale sind... Das sind Achtelfinale, sind zwei Spiele pro Tag. Zwei Spiele pro Tag, gut. Viertelfinale sind dann auch zwei Spiele pro Tag. Halbfinale ist dann ein Spiel pro Tag und Finale ist sozusagen auch ein Spiel pro Tag. Aber Achtel- und Viertelfinale sind dann nur zwei Spiele pro Tag. Dann machen wir es einfach so, dass wir uns eine Tabelle bauen mit den jeweiligen Mannschaften. Wie schon gesagt, dann machen wir unsere Liga und gucken, wer bei uns führt. Und dann machen wir die Hauptliga, die ist ja überall zu finden. Richtig. Und unseres können wir dann schon durchspielen, weil wir wissen ja, wer wann wo gewonnen hat bei uns. Und das Richtige machen wir dann halt, wenn es soweit ist. Genau. Und dann so habt ihr, wenn ihr pro Tag 4 bis 5 Spiele habt, habt ihr 4 bis 5 Spiele am Tag. Und dann Viertelfinale, wenn 2 Spiele am Tag sind, habt ihr nochmal 4 Spiele am Tag. Ja. Und Halbfinale, ja, warte mal, noch Viertelfinale sind nochmal 8. Ne, 4. No. Halbfinale sind 4. Oder, ne, 2. Ja. Finale sind dann nochmal 2. Genau. Ach, gut. Keine Ahnung. So wir, oder also, auch anders. Es kann doch genau anders sein. Wir werden jetzt ja auch noch Informationsvideo machen. Aber vielleicht, wir mal so. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist das unsere Planung, die wir eventuell irgendwann mal und machen können. Genau, passt auf. Ganz einfach so. Wenn ihr verbessern wollt, wenn ihr sagt, nein. Das kann man so und so machen, das kann man so und so machen, das kann man so und so machen. Dann schreibt ihr entweder in die Kommentare oder schreibt an tv@cyrox.de eine E-Mail, was ihr sagen wollt. Ihr sagt, nein, warte, pass mal auf, es wäre besser, wenn man das so und so macht. Es wäre besser, wenn ihr die eigene Liga vorher bla, so und so macht. Falls ihr irgendwas habt, wir bauen das gerne ein, dann reden wir nochmal drüber. Vielleicht. In irgendeinem anderen Video. Ja, Januar, Februar, März werden wir darüber nochmal im Klaren sein, wie wir es dann genau machen. Spätestens. Genau. Wir haben ja jetzt noch unendlich viel Zeit. Genau. Dann würde ich sagen, wenn ihr Lust auf weitere PES-Videos habt, werden wir immer mal PES spielen und das veröffentlichen. Richtig. Es wird nicht jeden Tag ein Video sein. Nee. Weil ich glaube, da fehlt uns zurzeit noch ein bisschen die Zeit, aus dem einfachen Grund, weil wir noch andere Projekte laufen haben. Und eigentlich 19% am Tag arbeiten sind. Aber ja, das kommt noch dazu. Von daher, nehmt uns das nicht übel. Spätestens zur WM, war doch WM, gell? Ich glaube, spätestens zur WM werdet ihr 1 Milliarde Videos von uns haben, die PES sind. Ja. Und habt da dran Spaß, hoffe ich. Übrigens, was wir noch ausmachen müssen, gell? Fällt mir gerade was rein. Wenn, was ist denn, wenn jetzt ein Spiel ist? Zum Beispiel Trinidad und Tobago. Beste Mannschaft überhaupt. Gegen jetzt, was weiß ich, irgendwas, was man kennt und die Mannschaft gibt's im PES nicht, was macht man da?
Die Mannschaft gibt's auch im PS-Niveau. Meinst du, es gibt wirklich alle? Ja. Ihr seht das ja. Ich habe jetzt gerade nur mal, bin jetzt nur mal in dieses Vereins- und Nationalmannschaften. Mir ist nur mal an dieses Ding gegangen, damit ihr dich andauernd hier, ne, irgendein Spiel seht. Weil das ja stört mich auch beim Reden. Aha. Aha. Ah, hier geht, jetzt geht's weiter nach unten. Aha. Aha. Gehen wir mal durch. Ich glaube, ich guck jetzt, okay, damit ihr Bescheid wisst, ich guck nicht nach, ich suche nicht prinzipiell nach Trinidad und Tobago, sondern prinzipiell nach allen Mannschaften. Weil, also gibt's Trinidad und Tobago, ja? Bis jetzt noch nicht. Wie? Bis oh. jetzt kein Trinidad und Tobago? Nee. Cut. Hallo, wir sind wieder zurück. Hallo, wir sind wieder zurück, nachdem wir PS feierlich verbrannt haben. Ja. Und uns jetzt World Soccer 3000 gekauft haben. Ja, und da machen wir dann unsere Let's Plays. Nein, das war natürlich kein Scherz. So, wieso habe ich eine England-Flagge bei AC Milan? Ja, so, aber egal, wir werden, wir müssen jetzt diesen Part nicht beenden. Nein, wir beenden diesen Part noch lange nicht. Weil, ich habe gehört, ja. Leute stehen auf Trash Talk. Ja, ja, Leute können doch auf Trash Talk stehen. Das wird doch egal. Das Problem ist nur also nebenbei, irgendwelche Ankündigungsvideos oder blablub sehen bei uns immer so aus, dass wir die entweder irgendwelche Informationen hintranhängen oder extra Videos machen in dem jeweiligen Spiel. Nur wie ihr gerade gesehen habt, wenn wir uns jetzt vernünftig über PS unterhalten wollen würden und selber spielen, sieht das alles ein bisschen problematisch aus. Ja. Das kriegt man nämlich nicht hin. Deswegen hängen wir das jetzt einfach hinten dran. Und ob ihr nun wollt oder nicht, ist mir auch egal. Ja. Nein, ich mag euch alle. Vielleicht. Auch nicht. Nee, aber trotzdem, die Frage ist jetzt, was ist denn, wenn es jetzt Mannschaften nicht gibt? Ihr könnt doch nicht sagen, wir lassen das Spiel aus. Ey, das, der Spiel war halt mit Sparta Prag. Sparta Prag. Na, wir müssen uns da doch, wir müssen uns ja doch da irgendeine Ersatzmannschaft irgendwie, ne? Ja, vielleicht haben wir irgendeinen Fan, ich sag einen Gucker, einen YouTube-Gucker, voll, Fans, YouTube. Interessant. YouTube, wer macht YouTube, denn sowas? YouTube, ja. Unser YouTube-Kanal, Interessant, der gerne bei uns Videos schaut, ohne einen Fan-Ansatz. So. Nee, der denkst, was sind das für Assis? Ah, PS ist cool. Ja. Das war das Video gestartet, Ton aus. Das kann ich mir nicht angucken. Nee, wir gucken jetzt, passt auf. Erstens kommt die Spiele in Brasilien frühestens 18 Uhr bis 24 Uhr raus, wo ich immer so nebenbei erwähnen, also live in Deutschland. Ach so, das macht doch nicht trotzdem. Nee, das hat jetzt guckt doch geiler bis 24 Uhr fertig. Kein normal arbeitender Mensch. Nee, ich glaube, das ist in Brasilien zu spät, in Deutschland ein bisschen. Egal, wir werden das später mal können. Wir gucken uns später nochmal alle Mannschaften an, die in der WM dabei sind. Ja. Ich weiß, dass Trinidad und Tobago nicht dabei ist. Warum eigentlich nicht? Das wird... Die waren too strong, ey. Die waren too strong, ja, nee. Wir gucken das durch. Und wenn alle Mannschaften dabei sind, sind wir glücklich. Wenn nicht, dann nicht. Dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Irgendwas ist immer gut. Wenn irgendwann mal jemand dieses Video guckt, nicht aus Brasilien, Portugal oder Spanien kommt, sondern versteht, was wir sagen. Oder vielleicht auch aus Prag. Bis jemand zuckt hat. Ja. Und meint, er könnte eine sinnvolle Antwort auf unsere Frage stellen. Was machen wir, wenn es eine Mannschaft nicht gibt? Außer ihr Spacken seid Assis und hört auf. Dann schreiben Sie bitte in die YouTube-Kommentare oder per E-Mail. Ja.
da wir ja zurzeit gefühlte 5 Milliarden Zuschauer haben, traut euch ruhig was zu schreiben. Wir danken über jeden Kommentar. Auch ihr Spacken seid scheiße und hört auf. Ich will euch nie wieder sehen. Geht bitte weg. Ja, da kann auch nett sein. Ja, da denken wir uns, okay, Bann. Da ist auch jetzt ein Spaß. Ja, ich meine, ihr müsst uns ja auch mal ein bisschen Spaß gönnen. Richtig. Ich meine, wir spielen hier schon, gell? Okay? Dann noch das Rendern und das Hochladen. Egal. Ja. So, ich würde jetzt die Folge, bitteschön, Dankeschön, beenden. Macht's gut. Macht's gut, wie gesagt, bitte, lasst euch mal was einfallen. Ja, wir sind gerade unkreativ. Und? Wenn ihr wüsstet, dass wir das aufnehmen, dann ist das gewohnt, dass wir unkreativ sind. Andere Leute schlafen oder arbeiten diese Uhrzeit. Egal. Oder beides. Oder beides. Schlafen auf der Arbeit. Bitte, es ist kein Vorschlag zu schreiben, wie in FIFA. Gut, dass es jetzt in diesem Moment 50 Leute getan haben. Mindestens. Und nein, nein, wir spielen kein FIFA, weil jeder FIFA spielt. Ja, und nein, per E-Mail bringt es auch nichts. Jetzt, ihr könnt jetzt wieder auf Abbrechen drücken. Ja. Das sind schon alle. Hä? Das erinnert mich immer an diese komischen iPlali-Videos. Ohne Werbung zu machen. Wenn der immer erzählt, was irgendwelche YouTube-Kommentatoren schreiben. Und er in dem Moment darauf antwortet, finde ich immer zu gut. Egal. So, ich schweife mich wieder ab. Also, macht's gut, wenn ihr Vorschläge habt, außer ihr seid spacken, hässlich, kacke, hört auf, Homos, was auch immer. Oder spielt endlich FIFA, ihr Wichser. Das dann, könnt ihr ruhig gerne äußern, aber... Das könnt ihr ruhig gerne äußern, aber dann nur einmal. Ja, ihr könnt es auch fünfmal schreiben, aber... Cooler wenn macht euch sehen, das auch nicht. Wenn wir sehen, war es halt leider das letzte Mal. Was? Ja, dass ihr das geschrieben habt. Oh. Egal, so. Macht's gut. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt genug Informationen. Schlaf gut. Kommt Schlaf gut. Tag. Ja, zum Beispiel. Oder schön, dass ihr jetzt von der Arbeit zurückgekommen seid. Ich hoffe, es war schön. Ja, ich hoffe, nicht zu viel Stress. Die Stunde, die Dreiviertelstunde oder wie auch immer, Video schreibt sich drunter. Das waren die sinnlosen sinnlosen 45 Minuten meines Lebens. Wenn, wenn ihr das schreibt, gell, ich sag's euch, Leute. Wenn man nach 5 Minuten schon merkt, dieses Video ist scheiße, dann bricht man es ab und guckt sich das nicht eine Dreiviertelstunde an. Wenn man dann schreibt, das war jetzt die sinnlosesten 45 Minuten meines Lebens, vielleicht dann, auch länger oder kürzer, dann seid ihr selber dran schuld. Nee, warte mal, da muss ich eigentlich sagen, dann ist es ein Kompliment, weil wo hörst du freiwillig heutzutage in dieser Gesellschaft, wo hast du da eine Stunde Zeit, Leuten zuzuhören, wenn es dir nicht gefällt? Das heißt ja, dass es dir gefallen muss. Ja. Ich meine, 5-Minuten-Video, klar, 5-Minuten-Video guckst du vielleicht das Ende und denkst, ja gut, vielleicht wird es noch besser. Aber nach einer halben Stunde muss man das Gefühl haben, es wird nicht besser. Ja, sollte man eigentlich. Deswegen, wenn ihr das echt bis Ende guckt habt und schreibt, das war die beschissenste Stunde, wie auch immer, eures Lebens, nehmt mir das als Kompliment, weil ihr habt bis zu Ende geguckt. Ja, vielen ihr Dank. Hättet in der Zeit so viel machen können, ich weiß, es ist eine Stunde, okay. Ich meine, ihr hättet das entwickeln können, Millionen scheffeln können und dabei hört ihr uns zu. Tja, dann seid ihr das wirklich, dann muss ich sagen, dann seid ihr das selber dran schuld. Und treue Fans. Ja, erstmal als Fans betiteln. Ich meine, ihr seid Zuschauer. Ihr seid nette, liebe Zuschauer. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schlaf wahrscheinlich gut, bis gut zum auf. Nächsten Mal. Wir werden uns sicherlich irgendwann nochmal hören. Wenn nicht, dann nicht. Macht's könnt ihr gut. Mal was Schönes erzählen. Sagt jetzt zu eurem Rechner, hallo, ich mag dich. Danke, hallo, reicht. Xbox going offline. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.